als ich diese Woche gefragt worden bin, ob ich einen kleinen Impuls halten könnte Sonntag, heute Sonntag, habe ich gedacht, ja, ich kann was erzählen von Herz-zu-Herz-Beziehung. Nina, machst du vielleicht mal das Bild einmal dran? Genau. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist das, was mir Gott vor Jahren mal so ein Bild gezeigt hat und mich ein bisschen mehr reingezogen hat in Herz-zu-Herz-Beziehung. Und dieses Bild habe ich heute für euch mitgebracht. Ja, wo es um die Beziehung geht zwischen Gott und dir. Und ich hatte vorhin den Vers ja schon gelesen, naht euch zu Gott, so naht er euch sich zu euch. In Jakobus 4, Vers 8 steht das. Und ich hatte so gedacht, König David, von dem steht, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der wusste, wie er sich seinem Gott nahen konnte. Egal, was er getan hat, der hat ja auch teilweise nicht so schöne Dinge getan, aber er hatte diesen Zugang zu seinem Gott gehabt, zu seinem Vater. Er wusste, wie er da hinkommen konnte, wie er da hingelangen konnte, durch Lobpreis, durch Ausharren, durch wilden Tanz. Und er hatte einfach diesen Zugang. Und ich habe voll, als ich dieses Thema so ein bisschen hatte, gedacht, dazu werde ich ein bisschen was sagen, hatte ich gedacht, Gott ruft uns wirklich auch dieses Jahr tiefer in seine Gegenwart. Er ruft uns tiefer in eine innigere Beziehung mit ihm, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist und auch mit Gott Vater. Und ich glaube, dass diese Beziehung lebensnotwendig ist, aber ich würde auch sagen, überlebensnotwendig ist. Ich glaube, dass die Zeit der oberflächlichen Beziehung nicht mehr reicht. Es ist so vieles, was uns von ihm wegziehen will. Valerie hat gerade gesagt, lass uns darüber nachdenken, was sind unsere Mauern, die Gott einreißen kann in unserem Leben. Und ich würde sagen, da sind echt viele, die sind auch bei mir da. Das sind Ablenkungen, das sind vielleicht Sorgen, das sind manchmal Nöte. Ja, aber wir haben auch gesungen, Jesus kann alles niederreißen und kann alles heilen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und ich bin heute da und denke auch nicht nur, wenn ich das jetzt zu euch rede, an euch, ich denke auch an mich. Und ich möchte jemand sein, der wirklich in die Gegenwart Gottes geht und sich lieben und heilen lassen möchte und auch anfangen möchte, die Pläne Gottes zu hören für mich, für meine Liebsten, für meine Kirche, für meine Stadt, für mein Land. Und beten will, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich lade dich ein und Gott lädt uns heute ein, mit ihm nicht heute nur in diesem Gottesdienst heute Morgen, sondern an jedem neuen Tag eine wirklich besondere Zeit mit ihm zu verbringen und in eine engere Gemeinschaft mit ihm an den verborgenen Ort zu gehen, den er für dich hat. Es ist der Ort, an dem er dir begegnen will, wo er dir sein Wort, seine Weisheit und seine Kühnheit dich damit ausrüstet. Geh an den Ort, den er für dich bereitet hat, wo du ihn treffen kannst. Mach das jeden Tag. Wo der Heilige Geist zu meinem Herzen sprechen kann und auch sprechen wird. Und ich will mich danach ausstrecken. Ich will diese Sehnsucht bekommen danach, noch mehr mich danach auszustrecken und zu ihm zu gehen. Vielleicht ist deine Herz-zu-Herz-Beziehung zurzeit belastet durch Umstände, durch Schmerzen, durch belastete Finanzen oder weil du unter zerstörten Beziehungen leidest. Vielleicht bist du in tiefer Trauer, weil dir ein Mensch genommen wurde. Aber dann sage ich dir, heute ruft dich der Herr zurück in seine Gemeinschaft, mit ihm an den verborgenen Ort. Es ist der Ort, den du schon kennst. Er ist dir ja nicht unbekannt, du kennst diesen Ort.
Da will er dir begegnen, jeden Tag. Es ist der Ort, wo er dich neu beschenken will, mit Brot vom Himmel, wo sich eine neue Tür öffnet, alte vielleicht sich verschließen. Gott ist der Geber allen guten Gaben. Sie kommen nicht vom Menschen. Dieser geheime Ort, den du nur kennst mit deinem Gott, wo du dich immer zurückziehen kannst. Der Ort, wo du ganz enge Gemeinschaft mit dem Herzen Gottes hast. Von Zeit zu Zeit lese ich Psalm 139 und da die letzten Verse und die lese ich mal gerade vor. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns für immer gewiesen hast. Das sind Verse, die ich immer wieder zu Gott sage. Herr, wenn ich irgendwie auf Abwege komme, dann leite du mich zurück, dann hole du mich zurück. Und ich bitte Gott, das zu prüfen, wie ich es wirklich meine, ob ich es wirklich vom Herzen meine oder ob das nur so leere Worte sind, so irgendwelche Worthülsen. Und heute Morgen ruft dich Gott, in eine Zeit mit ihm zu verbringen. Mehr Zeit im Wort, mehr Zeit in der Begegnung. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, was du dir dieses Jahr vornehmen kannst. Eine engere Beziehung mit dem Herrn. Ich glaube, dass alles andere fast uninteressant ist, aber dass es das Wichtigste ist. Ohne diese feste Beziehung haben wir keinen Anker, keinen Felsen, auf dem wir stehen. Nicht Öl für unsere Lampen. Wir können uns nicht von anderen das Öl holen. Wir brauchen das selber. Die anderen geben uns das nicht. Was ist das Öl? Das Öl ist eigentlich das, dass wir gefüllt werden, tagtäglich vom Heiligen Geist. Das kann nur der Heilige Geist tun. Und das können wir uns nicht, wir können nicht andere anzapfen. Und ich erwarte, wenn ich den Heiligen Geist anrufe, dass er mir das schenkt und auch antwortet. In Jeremia 33, Vers 3 steht, rufe mich an, dann will ich antworten und will dir Große und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Solche großartigen Verheißungen sagt uns Gott, das wird dir uns geben, wenn wir da sind, an dem Ort, an diesem geheimen Ort. Und ich frage dich jetzt und ich frage mich eigentlich selber auch, ich predige mir gerade selber, habe ich diese Sehnsucht danach? Habe ich diese Sehnsucht, mit ihm diese Zeit zu verbringen? Habe ich diese Sehnsucht, dort auszuharren an diesem Ort? Also sehnsüchtig auf ihn zu warten? Im Lobpreis, im Gespräch mit ihm, in der Anbetung, in der Dankbarkeit zu unserem Herrn. Und ich will mich heute neu dazu ausstrecken und ich rufe dich auch, wenn du das möchtest, streck dich auch neu danach aus, an den Ort, wo dich wirklich der Herr gerufen hat, wo er dich hingerufen hat, wo du ihn treffen kannst, den Ort, den du kennst, den Ort, wo du trinken kannst und wo du gefüllt werden kannst. Das bete ich jetzt im Namen Jesus. Und ich bete jetzt noch und dann gehen wir weiter in den Lobpreis. Und dann würde ich sagen, danach ist es auch, während des Lobpreises ist es auch eine Möglichkeit, wenn du möchtest, wenn du sagst, ja, ich habe irgendwas auf dem Herzen, dann ist, Ola hat sich bereit erklärt und ich, wir sind hinten und wir beten auch für Personen, wenn sie sagen, ich habe was auf dem Herzen, das kann ich nicht alleine klären mit Gott oder wie auch immer, dann sind wir auch beide da und würden auch für dich beten, ja. Und ich bete jetzt, Herr, für diese Sehnsucht, dass wir diese Sehnsucht bekommen nach dir. Wir möchten solche sein wie König David, der wirklich ein König nach dem Herzen Gottes war. Wir möchten Männer und Frauen nach dem Herzen Gottes sein, der wusste, wie er seinen Gott begegnen kann.
der wusste, wo er hingehen muss, zu diesem verborgenen Ort. Und wir kennen diesen verborgenen Ort. Und ich bitte dich, Herr, uns zu ziehen und neu zu ziehen, heute Morgen und an jedem weiteren Tag in diesem Jahr zu ziehen in diesen unsichtbaren, verborgenen Ort. Das ist so wie eine Art Sucht, wir zu diesem verborgenen Ort zu gehen, zu dem Herrn und König, wo du uns so viel verheißt, wo du uns füllen willst, wo du uns heilen willst, wo du uns wiederherstellen willst, wo du uns Pläne wirklich geben möchtest für uns, für unsere Liebsten um uns rum, für unsere Stadt und für unser Land, dass wir auch anfangen, deine Pläne freizusetzen. Und ich will dir danken dafür, dass wir zu dir kommen können und dass du uns rufst. Danke, Herr. Amen. Grüßt ab. Ja, ich habe gerade beim Lied und beim Gebet, Miriam und Ulla haben ja gebetet, kam mir auf einmal ein Bild. Ich sah ein kleines Herz, das hatte eine Kruste gehabt, so richtig mittendrin, so geteilt, also links, rechts, die Herzkammer, da war eine Kruste und die wollte aufbrechen. Und das war jetzt, weiß jetzt nicht, für wen das jetzt gut ist, für mich war es jedenfalls gut, aber das war so ein Bild, das, ja, das ich einfach gerne weitergeben möchte. Und wer weiß, was unter unseren Herzen ist, was wir da noch an Verletzungen haben oder Enttäuschungen, was auch immer da noch wund ist, dann wissen wir ja, eine Wunde heilt und langsam bildet sich eine Kruste und irgendwann bleibt eine Narbe oder überhaupt nichts mehr am besten. Und dass diese Kruste aufbricht und dass alles, was da drunter ist, was uns noch wehtut und nicht zu uns gehört, dass es rauskommt. Und dann denke ich mal, kann Gott oder möchte Gott da Heilung reinschicken und dann kann es heilen. Das war ein einfaches Bild, aber das hat mich beeindruckt und ich denke, das war gut, dass ich das für uns alle jetzt gesagt habe.